sich her. Dann führ ich weit aufs Meer, ganz weit bis nach Korea. Ich fühlte dann so etwas wie Freude manchmal, so als Bär auf dem Meer. Ich wär so gerne eine Biene, dachte der Bär und biss in eine Apfelsine. Dann flög ich bis nach Chile, um dort zu fahren in einer roten Limousine. Ich fühlte dann so etwas wie Freude manchmal, so als Biene in einer Limousine. So lagen beide im Schatten einer Fichte und jeder träumte seine eigene Geschichte. Die Stunden legten sich zu ihnen hin, und so bekam das Träumen seinen Sinn. Sie stand nun länger still, es war ein Nachmittagsidyll und fühlte sich so an wie Freude jenes Mal unterm Schatten dieser Fichte eine ewige Zeit.